So, einen wunderschönen guten Tag zur 22. Sendung von Fernfahrer Live. Mein Name ist Jan Bergrath Ich bin Christina Petters. und wir bedanken uns direkt noch einmal beim ETM Verlag für die Unterstützung. Und bei Mercedes-Benz Trucks für das freundliche Sponsoring. Dankeschön. Gerade kommt noch der Dirk Baumgart dazu, den stelle ich dann gleich vor. Heute geht es um die Frage, wir haben eine Novelle der Verkehrsordnung, die ist seit Ende April nun in Kraft. Und da sind einige Dinge dabei, von denen Leute, wie ich auch, sagen, die könnten existenzgefährdend sein für Berufskraftfahrer. Da reden wir gleich im Einzelnen drüber. Unser Gast heute, unser Experte, ist der Fachanwalt für Verkehrsrecht, Matthias Pitzenmeier aus Heilbronn. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Dann haben wir den Virgil Lazar. Er sitzt im Homeoffice. Er arbeitet seit vielen Jahren für einen namhaften Paketdienstleister im Raum Würzburg, ist lange gefahren, selber Pakete ausgeliefert und macht heute zum Teil die Planung mit. Dann haben wir den Holger Rost links unten. Der fährt im Auftrag eines großen, ja, im Auftrag des ADAC und holt liegen gebliebene Autos ab, unter anderem. Dann haben wir den Heinz Mahn in der Mitte. Heinz Mahn fährt seit 6 Jahren für eine Schweizer Spedition und wird uns ein bisschen berichten, wie es in der Schweiz ist. Und dann haben wir noch den Dirk Baumgart. Er fährt Holz und ist auch Gründer der Interessensgemeinschaft Pro LKW. So, damit fangen wir an. Herr Pfitzenmeier, das ist ja das, was ich auch in meinem Blog zum Thema bereits geschrieben habe. Die Straßenverkehrsordnung hat jetzt ein paar ganz gemeine Fallen für Lkw-Fahrer, aber auch für Pkw-Fahrer. Eine ist, dass man mittlerweile ab 21 km/h, wenn man innerorts zu schnell ist, für einen Monat den Führerschein abgeben muss. Der Bundesverkehrsminister hat zwar neulich gesagt, so ein Schild kann man ja übersehen. Dadurch ist er auch in einige Satire-Sendungen gekommen. Aber gleich zu Anfang die Frage, wenn ich als Fahrer jetzt vor Gericht bin, das reicht nicht als Aussage, aber gesagt, oder? Nein, das reicht insofern nicht, um das Fahrverbot zu vermeiden. Grundsätzlich gehen die Tatbestände von der Bußgeldkatalogverordnung von Fahrlässigkeit aus. Das heißt also, es ist, um ein Fahrverbot zu fangen, keine Absicht, kein Vorsatz erforderlich. Fahrlässigkeit ist die Grundbegehungsform und es kommt letztendlich ausschließlich auf die Geschwindigkeit an, mit der die Überschreitung erfolgt. Und da wäre eben seit dem 28.04. ab 21 zu schnell innerorts ein Monat Fahrverbot plus ein Punkt gegeben. Und außerorts waren es 26 Kilometer, wenn ich. Außerorts waren sie 26 Kilometer. So ist im Augenblick jetzt noch die Regelung. Da gibt es ja erheblichen Protest, vollkommen zu Recht dagegen, weil es einfach Grenzsätze sind, die im Straßenverkehr wirklich einfach auch mit einem einfachen Augenblicksversagen passieren können und wo meines Erachtens ein Fahrverbot die falsche Sanktion ist. Wie wir es bisher hatten, die Regelung, die war angemessen, 31 innerorts, 41 außerorts, da war man wirklich erheblich zu schnell. Das konnte in aller Regel nicht so einfach passieren. Jetzt mit 21 innerorts, wenn Sie da ein 30er-Schild übersehen und fahren mit 50 oder 51 leicht drüber, dann schon ein Fahrverbot zu sanktionieren, ist meines Erachtens nicht mehr verhältnismäßig. Fragen wir doch gleich mal die Fahrer. Wie seht ihr das? Heinz, du bist in der Schweiz. Bei euch gelten härtere Geschichten. Wie sieht es in der Schweiz aus? Moment, Moment, Moment. Aufhebung der Stummschaltung. Er hat sich selber stumm geschaltet. Warte mal. Ah, ja. Ja, es ging jetzt gerade an. Irgendwas war da. Ich kann ein bisschen nur drüber lächeln. Ich habe das auch, da ich auch Motorradfahrer bin, natürlich auch in Motorradtouren verfolgt, wo das also gar nicht gern gesehen wird. Hier ist es so, es wird gar nicht drüber diskutiert. Wir haben unter anderem ja noch eine Verschärfung bei höheren Geschwindigkeiten, die Via Sicuria, die sollte jetzt etwas abgeschwächt werden. Das wurde aber verworfen. Ich weiß es nicht. Also 21 km/h zu schnell, auch mit dem Pkw innerhalb einer Ortschaft, ist viel zu schnell. Ich bin mit dieser neuen Regelung grundsätzlich einverstanden. Zumal ich mich hier wesentlich genauer an die Regeln halten muss, weil 21 zu schnell könnte ich hier gar nicht mehr bezahlen. Dann würde ich auf 3 Monate zu Fuß gehen.
Ich habe jetzt für 6 km/h zu schnell in der 30er-Zone 120 Franken bezahlt. Das war auch ein Augenblicksversehen. Ich habe einfach am Engpass kurz Gas gegeben, dumme Stelle. Man lernt damit zu leben und ich denke mal, für die Sicherheit ist es besser. Okay. Sehe ich auch so. Dirk, was sagst du? Ich sehe das genauso. Also für die Verkehrssicherheit ist das schon in Ordnung, weil zurzeit ist es so, es wird gefahren auf Teufel komm raus. Die Leute planen, wie ein Navi die Zeit sagt, und wenn was dazwischen kommt, dann muss das natürlich mit Geschwindigkeit rausgeholt werden. Und wir haben genug Tote, Verletzte auf der Straße. Ich denke mal, das Fahrverbot ist natürlich, tut weh, aber vielleicht ist das ja auch eben ein Anreiz, vernünftig zu fahren. Man sieht das jedes Mal, wir fahren viel Bundesstraße. Da wird überholt, obwohl von vorne was kommt und. Okay, gut. Also, ja, das mögen vielleicht einige Leute hören, aber ich bin schon eigentlich dafür, dass wir härtere Strafen haben. Okay, Holger, erste Einschätzung. Moment. Holger? So. Holger, die Stimme. So, jetzt bin ich da. Gut. Ja, hallo. Ich erwische mich auch mal dabei, dass wenn so eine Geschwindigkeitsbegrenzung, so 30er-Zonen oder 30er-Beschränkungen, 50er oder 60er an Baustellen sind, dass man doch etwas schneller fährt als erlaubt manchmal, so knapp 50 bis 10 km/h, weil man eben entweder den fließenden Verkehr befolgt oder eben selber doch denkt, naja, das wird schon gut gehen. Da ist dann die Entfernung bis zu 21 km/h gar nicht mehr so weit. Und das ist eben, dass man da nicht mehr so drauf achtet. Man hat ja auch den Tacho nicht die ganze Zeit im Blick. Muss vielleicht auf gleichberechtigten Kreuzungen dann auf den anderen Verkehr achten und ähnliches. Und da denke ich, kann es schnell passieren. Ich kenne die Statistiken nicht, inwieweit eben solche Übergeschwindigkeiten dann zu einem deutlich höheren Risiko führen, zu schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Fahrradfahrern oder Fußgängern. Ich fände es besser, man würde den Geldbetrag anheben, aber nicht sofort ein Fahrverbot dranhängen. Ja, oder eben das mit den Punkten koppeln, dass eben dann ab 2 oder 3 gleichartigen Vergehen dann als erzieherische Maßnahme zum Beispiel Fahrverbot ausgesprochen wird. Aber nicht sofort, nur weil man einmal eben wirklich zu schnell war. Ne? Okay, und jetzt noch den Virgil, weil, sagen wir mal, als Paketfahrer ist man ja viel öfter auch in 30er-Zonen unterwegs, schätze ich mal. Wie ist deine Einschätzung, deine erste? Ja, wir sind ja sehr stadtgebunden, also wir haben wenig was mit Fernfahrten zu tun. Ich denke, wir sollten uns ja nicht nur darüber unterhalten, ob diese 21 km/h und der Fahrverbot an sich sinnvoll ist, sondern man sollte sich auch unterhalten, ob die 30er-Zonen, die immer mehr ausgeweitet werden innerhalb der Städte, bei vierspurigen Straßen, ob die auch wirklich sinnvoll sind. Bei einer Straße, wo jetzt letzte Woche noch 50er-Zone war, steht jetzt ein 30er-Schild und kein Mensch kann sich erklären, warum. Wir müssen halt auch als Unternehmen, musst du ja alles irgendwie anpassen. Du verlierst auch viel mehr Zeit auf der Straße. Somit ist es natürlich auch wirtschaftlich, müsste man ausrechnen, hey, was hat das auch für Folgekosten? Nicht nur jetzt für den Zusteller, wenn jetzt mal einen Monat laufen muss, nicht nur für die Geldstrafe. Ich wäre auch dafür, dass man vielleicht wie in der Schweiz den Geldbetrag erhöht, zumindest beim ersten Vergehen, und ihn nicht gleich den Führerschein abnimmt. Ja. Okay, dann steht es quasi 2-2, das ist gut. Heinz, du wolltest noch was sagen? Das Letzte, was er gerade sagte, ist falsch. Hier entscheidet das Straßenverkehrsamt aufgrund der Verstoß des Geldhöhe, ob der Führerschein entzogen wird oder nicht. Es läuft nicht wie in Deutschland, dass es unbedingt ans Geld gekoppelt ist. Also wenn ich jetzt in einer geschlossenen Ortschaft zu schnell fahre, kriege ich ein bestimmtes Strafmandat und die Straßenverkehrsbehörde entscheidet auch aufgrund meiner Registerauszüge, wenn ich vorher schon was hatte, ob sie mir den Führerschein entzieht oder nicht. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Ich finde aber gerade ein Fahrverbot, wir reden ja nicht nur über Lkw-Fahrer, es betrifft ja auch Pkw-Fahrer, Motorradfahrer und so weiter. Ich finde aber, dass gerade ein Fahrverbot wesentlich wirksamer ist als eine Geldstrafe, weil das merkt man. Geld wird bezahlt, es wird sich geärgert und wird wieder vergessen. Deswegen sind ja auch die ganzen Lobbyverbände pro Mobil oder wie sie alle heißen, sind ja auch Sturm gelaufen. Und dagegen, und Herr Scheuer hat ja auch versucht, in dieser einen Pressekonferenz zu sagen, ja,
Da müssen wir noch mal drüber reden. Wird da jetzt drüber geredet, Herr Pfitzenmeier? Es steht im Raum, das Ganze an diesen zwei Punkten noch mal anzupacken. Ja, meines Erachtens, wie gesagt, auch nicht so ganz zu Unrecht, weil wir haben im Augenblick, gut, in der Schweiz sind die Sanktionen andere als bei uns, das ist richtig. Da ist es bei weitem schärfer, da kann auch ein einfaches zu schnell fahren schon eine Straftat darstellen, was wir in Deutschland in der Form so nicht haben. Allerdings, dieses Fahrverbot ist doch oft so, dass es existenzgefährdend ist. Also wenn ich jetzt einen Außendienstmitarbeiter habe, der eben beruflich auf seinen Führerschein angewiesen ist und der tatsächlich mit seinem Job dann Ärger bekommt und vielleicht die Kündigung ins Haus steht, dann ist diese Sanktion zumindest beim ersten Verstoß nicht mehr angemessen. Und zwar auch gerade innerorts, diese 21 zu schnell ist doch was, man konnte ja bisher einschätzen, innerorts, wenn ich da mit 50 gefahren bin, habe ich zumindest kein Fahrverbot riskiert, auch wenn ich das 30er-Schild übersehen habe. Jetzt ist es so, dass wenn ich mich an die 50 im Wesentlichen halte, in der 30er-Zone beim einfachen Übersehen eines Schildes schon in die Existenzgefährdung kommen kann. Und das finde ich von der Relation her nicht in Ordnung. Also man kann da gerne was im Rahmen der Geldbußen tun, auch empfindlich vielleicht die Geldbußen erhöhen, wenn das sein muss, wenn das gewünscht ist. Ich denke, dass das als Denkzettelsanktion schon ausreichend ist. Wenn man dann 400 oder 500 Euro für so einen Verstoß dann zahlen müsste, dann kann man nicht mehr von einer Bagatelle sprechen. Aber da Existenzen gleich dadurch zu gefährden, insbesondere beim ersten Verstoß, insbesondere wenn es nur an die Fahrlässigkeit anknüpft, das halte ich, wie gesagt, für zu scharf sanktioniert. Und da waren die bisherigen Grenzen schon angemessen. Weil wenn ich die bisherigen Grenzen überschritten habe und es dann zum Fahrverbot gekommen, dann war ich wirklich so erheblich zu schnell, dass ich mich habe fragen müssen, ob ich es vielleicht nicht billig in Kauf genommen habe, irgendwie, ob es tatsächlich nur einfache Fahrlässigkeit war. Und da im Augenblick ist zumindest im Verhältnis zu der bisherigen Rechtslage schon ein Missverhältnis gegeben. Also finde ich von den Sanktionen her zu scharf. Offensichtlich haben sich da auch viele beschwert und gewehrt dagegen. Und es soll jetzt an diesen beiden Punkten einen Schritt zurückgeben, wobei ich nicht sicher weiß, ob man jetzt sich auf die alten Grenzen zurückzieht oder ob man sich an diesen 26 km/h für ein Fahrverbot festmacht. Das ist dann abzuwarten, aber es wird sich wohl ändern, ja. Okay, warten wir das ab. Nächster Punkt, das ist der Punkt, der im Moment wieder sehr im Fokus steht. Das ist der Konflikt mit den Radfahrenden. Das ist ein innerstädtisches Problem. Mittlerweile ist es so, dass bald jeden Tag eine Meldung drinsteht, dass ein Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen einen Radfahrer überrollt, eine Radfahrerin. Heute gab es eine schlimme Geschichte, da fuhr ein Lkw in Schrittgeschwindigkeit geradeaus und neben ihm ist ein Radfahrer auf die Straße gefahren und wurde dann von dem Fahrer, von dem Lkw überrollt. Wie genau das ist noch nicht klar. Aber das ist der zweite Punkt. Seit dieser Novelle heißt es auch, abbiegen nur in Schrittgeschwindigkeit. Herr Pfitzenmeier, was bedeutet das genau? Weil es gibt hier in verschiedenen Äußerungen gibt es zwei Schrittgeschwindigkeiten und die heißt einmal 4 bis 7 und maximal 11. Das ist für mich etwas verwirrend. Also im Grunde nach Schrittgeschwindigkeit würde ich definieren, also so zumindest in den Prozessen bei Gericht, 7 bis 11. Das ist der Bereich, den man mit Schrittgeschwindigkeit erfasst. Wenn ich darunter liege mit 4 bis 7 km/h, dann wird es im Zweifel auch noch Schrittgeschwindigkeit sein. Also zu langsam würde es voraussichtlich keine Sanktion nach sich ziehen. Alles, was über 11 ist, ist dann keine Schrittgeschwindigkeit mehr. Jetzt mal an die Profis in den schweren Lkw. Was schätzt ihr denn, wenn ihr rechts abbiegt, wie schnell ihr seid? Habt ihr das mal getestet in letzter Zeit? 15, 16 fahre ich schon um. Also mit dem Schrittgeschwindigkeit, da bin ich nicht so der Freund. Ich wäre mehr für Prävention bei den Radfahrern. Da kommen wir gleich. Ich habe das oft in Berlin erlebt. Ich will nicht alle Fahrradfahrer am Pranger stellen, aber die feuern an die Kreuzung ran, die gucken ja nicht mal, ob irgendwas kommt. Die fahren da einfach durch. Da wird durchgefeuert. Das ist Wahnsinn. Also ich bin dafür mehr Prävention und nicht für die Bestrafung der Lkw-Fahrer. Okay, das ist ein sehr weites Feld. Haben wir auch Heinz in der Schweiz? Das liegt ganz an der Straße. Wir haben auch große Kreuzungen oder Kreisverkehre. Da kannst du
durchrollen. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Kreisverkehr als rechtzeitigen gilt. Und ich sehe es aber ähnlich wie der Kollege. Der Ansatz ist ganz falsch. Ich halte diese Schrittgeschwindigkeit einfach für eine Erleichterung für die Richter. Die können dann eben einfacher urteilen. Fertig, aus. Die sagen über 11, Schuld, Ende. Also ich halte das für nicht durchführbar, sowas. Okay, Holger, deine Meinung? Ja, ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt. Je langsamer um die Kreuzung fährt, kommt er eben auf den Platz, an dem er hat, um rechts abzubiegen. Gerade bei Schweinstraßen, wo man dann sehen muss, wie der Nachläufer hinterherläuft, kommt man schon manchmal an Bordstein mit den Hinterrädern und fährt dann entsprechend vorsichtig, schaut nach hinten. Und da merkt man schon, dass man doch deutlich langsamer ist. Bei großen Kreuzungen erleichtert natürlich auch etwas schneller und zügiger, um die Kurve zu fahren. Aber je langsamer man fährt, habe ich den Eindruck, umso schneller entscheidet sich ein Fahrradfahrer doch noch vor einem über die Straße zu fahren. Auch wenn ich ihn jetzt nicht sehe. Ne? Das animiert wahrscheinlich doch noch schnell am LKW vorbei. Ja, wenn der so langsam da rumzuckelt, muss ich ja dann warten und absteigen. Also ich bin auch für die Idee, was der Kollege sagte, eher bei den Fahrradfahrern was zu machen, entweder eigene Ampeln, die verzögert schalten, oder eben die Ampelschaltung komplett erstmal den Rechtsverkehr durchlassen, wie es ja auch bei links möglich ist, und dann eben Fußgänger, Fahrradfahrer fahren zu lassen. Einen 40-Tonner abzubremsen und dann wieder zu beschleunigen, da muss man mal auch den Umweltgedanken wieder sehen, was da in Städten mengenmäßig fährt, dass da natürlich auch da wieder ein höherer Verbrauch entsteht, mit mehr Abgase und. Und vielleicht sollte man wirklich erstmal in der anderen Richtung denken, klar, die Fahrradfahrer sind in dem Moment erstmal die Schwächeren. Ne? Aber das ist natürlich auch die leichtere Variante, so wie sie jetzt sein soll. Aber du würdest es mal, um das jetzt mal ganz kompakt sagen, würdest du sagen, also je langsamer ich fahre, desto mehr ist es ein Freibrief für die Fahrradfahrer oder praktisch ja provoziert, doch noch rüberzukommen. Theoretisch haben sie ja Vorfahrt, wenn sie an mir rechts vorbei wollen, geradeaus weiter. Ne? Ich muss auf sie achten, aber man sieht sie eben nicht immer. Man hat den Verkehr vor einem PKW, der zögerlich fährt. Man muss auf die Fußgänger, auf die Fahrradfahrer. Man hat mit den Spiegeln an der Beifahrerseite eigentlich eine viel schlechtere Sicht als auf der linken Seite, der Fahrerseite. Und dann soll man vielleicht in der Dämmerung noch einen Fahrradfahrer, der unbeleuchtet kommt, noch erkennen, der dann vorbeifahren möchte. Das ist absolut schwierig aus so einem großen LKW. Und keiner oder noch nicht die große Prozentzahl hat eben noch keinen Abbiegeassistenten. Ja. Und das müsste eben dann auch noch viel schneller durch. Ja. Virgil, ja. Der ist gerade rauf. Virgil, das trifft ja erst ab 3,5 Tonnen zu, also für Fahrzeuge. Warte, da gibt es ein Problem. Und zwar das Problem ist ja, wir werden ja immer mehr auf Elektro umgestellt. Und zwar auf viele Firmen. Und die Elektrofahrzeuge, wenn du jetzt ein Vito hast, ein Mercedes Vito, wenn du den umbaust, der überschreitet seine zulässige Gesamtmasse über 3,5 Tonnen. Das heißt, selbst ein Sprinter fällt dann drunter. Und mit einem Sprinter um die Ecke. Und ich glaube, die Kollegen haben schon recht, dass man bei den Fahrradfahrern anfangen muss. Und vor allem gerade bei den E-Bike-Fahrern, weil die haben nun mal eine riesen Geschwindigkeit drauf. Früher konntest du ja ungefähr einschätzen, wenn ein Radfahrer irgendwo hinter dir war, du hast ihn überholt, du wusstest, der braucht nur, da ziehst du rüber. Aber jetzt weißt du nun mal nicht, ist es ein normales Fahrrad, ist es ein E-Bike, wie viel Leistung hat er? Gibt er kurz davor nochmal Gas, um vor dem Brummi irgendwie dran vorbeizukommen? Oder nicht? Und die Schrittgeschwindigkeit, also mal ganz ehrlich, mit so einem, immer so ein Iveco Daily, meinetwegen, die auf Elektro umgebaut, mit 11 km/h rechts zu fahren, irgendwie in Kreisverkehren oder in großen Straßen, ich sehe da, dass wir doch ein paar Arbeitslose mehr dadurch kriegen werden, weil sobald wir hier die Führerscheine deswegen verlieren. Wieso? Was heißt das? Konkret? Konkret heißt das, nehmen wir jetzt mal die Street-Scooter von der Deutschen Post, die haben mehr wie 3,5 Tonnen. Ja. Wenn wir uns erzählen, dass die an sich schon genug Druck haben, dass die genau jetzt in allen Kurven darauf achten, dass sie nahezu zum Stillstand kommen und mit 5 bis 7 km/h um die Ecke abzubiegen. Wir müssen realistisch sein, wenn sie anfangen, das wirklich konkret durchzujagen, sind als 70 Euro, die kannst du dir 3, 4, 5 Mal leisten, aber irgendwann ist auch Schluss. Weil wir verdienen in unserer Branche nicht so viel Geld, dass wir uns 3, 4 Mal irgendwie im Jahr diese 70 Euro zusätzlich leisten können an Strafzellen. Das ist jetzt der Punkt, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Wir heben das nochmal auf, weil da kommt noch ein zweiter Punkt dazu, den ich besonders krass finde. Heinz, was wolltest du sagen? Ich halte es vorhin auch, also
ich halte das A für gar nicht kontrollierbar wirklich. Das wird erst kontrolliert, wenn es zum Ernstfall kommt. Weil wie willst du an einer Kreuzung, du kannst kein Lasergerät einsetzen beim Abbiegen, sonstiges, wie willst du da beweisfest die Geschwindigkeit festmachen? Das kannst du nur, wenn du die Aufzeichnung vom LKW nimmst. Und zum anderen fand ich das richtig. Schau mal rüber nach Holland. Bauliche Maßnahmen, Fahrradwege, Fußgängerwege von den Fahrbahnen trennen, den Verkehr auseinanderbringen, gerade in den Städten. Das ist die einzige sichere Methode. Und eben Prävention bei Radfahrern trifft es leider auch. Du fährst selber Rad, deswegen kennst du ja auch genügend andere Radfahrer. Hm. Manchmal kann man nur den Kopf schütteln. Ne? Aber jetzt mal eine juristische Frage. In der Regel ist der LKW-Fahrer, wenn er rechts abbiegt und jemanden dabei verletzt oder zu Tode bringt, sowieso schuldig. Was macht dann im schlimmsten Fall der Unterschied aus, wenn er jetzt plötzlich mit 12 km/h gefahren ist? Ist das ein anderer Strafbestand? Ist das dann erschwerend? Das kann man ja auslesen. Ja, also nicht mit Schrittgeschwindigkeit abbiegen, ohne dass eine Folge eintritt, ist eine Ordnungswidrigkeit. Das sind diese 70 Euro und ein Punkt. So, in dem Fall, wo da jemand zu Schaden kommt, sei es verletzt wird oder getötet wird, dann sind wir in einer anderen Liga, dann sind wir nicht im Strafrecht bei der fahrlässigen Körperverletzung und Tötung. Und da spielt es bei der Strafzumessung in der Regel eine Rolle. Also wenn jemand nicht die Schrittgeschwindigkeit eingehalten hat, und das gegebenenfalls ursächlich gewesen sein kann oder war, dann dürfte sich das im Strafmaß auswirken. Das heißt? Also von daher. Also je schneller, desto härter die Strafe, ganz grob gesagt. Ja. Wobei, ich wollte den Vorrednern auch insoweit noch beipflichten. Also ich fahre selber keinen LKW. Wie gesagt, ich habe mit vielen Fahrern zu tun und ich glaube einfach, dass im großstädtischen Bereich, insbesondere bei diesen Rechtsabbiegesituationen, da auch einfach eine Überforderung besteht. Also ich kann meine Augen nicht immer in allen Spiegeln gleichzeitig haben. Das funktioniert nicht. Die einzige Lösung wird in der Tat sein, das baulich und zeitlich räumlich zu trennen, Radfahrer und den Straßenverkehr. Man hätte auch verbieten können, dass überhaupt auf der gleichen Fahrbahn der Fahrradfahrer oder Zweiradfahrer rechts am LKW vorbeifahren darf. Hätte man auch stoppen können. Hätte gesagt, das gibt es nicht mehr in Zukunft. Das wäre, glaube ich, eine sehr effektive Lösung gewesen, um diese Unfälle zu vermeiden, weil in der Praxis, solange da die Technik keinen Riegel vorschiebt und der Mensch als Fehlerquelle am Steuer sitzt, sei es jetzt am Fahrrad oder am LKW, wird es diese Unfälle immer geben. Okay. Wir haben eine Zuschauerfrage. Ja, wir haben zwei Verständnisfragen aus dem Zuschauerschaft. Die sind das letzte Mal ein bisschen kurz gekommen, deswegen nehmen wir die sehr gerne rein. Der Christoph fragt, muss mir jemand bitte verständlich erklären, weshalb man gerade mit dem LKW zu schnell fahren muss. Die Berufskraftfahrer sind Profis, die schlicht keine Beschilderung zu übersehen haben. Das Argument mit dem Zeitdruck zieht da nicht. Das Fahrverbot muss bleiben, auch wenn der Berufskraftfahrer, den es betrifft, Gefahr läuft, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Regeln sollen beachtet werden. Den Fahrer möchte ich sehen, wie er mir den möglichen Tod oder die schwere Verletzung meines Kindes erklären will, weil er mit mehr als 20 Kilometer zu schnell durch die Ortschaft gefahren sind. Das ist halt das Problem, wenn was passiert, was man mit Geld nicht zahlen kann. Aber eine Verständnisfrage war von Mike. Er fragt, wie ist das mit dem grünen Ampelpfeil? Wenn ich damit Schrittgeschwindigkeit abbiege, bin ich ein Verkehrshindernis? Frage. Ja, ja, möglicherweise, ja, aber man muss es halt dann entsprechend, wenn man sich nicht Ordnungswidrigkeit rechtlich verhalten will, muss man das halt entsprechend umsetzen. Also sonst gibt es halt ein Bußgeld. Mhm. So ist die derzeitige Regel. Also es ist die Regel, es ist im Augenblick vorgeschrieben und solange es vorgeschrieben ist, habe ich mich grundsätzlich dran zu halten und wenn ich mich nicht dran halte, gibt es halt die Sanktion. Also es ist relativ einfach. Also ich kann die Aussage von Christoph Brinker absolut nachvollziehen. Man muss das aber auch mal in einem größeren Rahmen sehen. Wir hatten vor einigen Sendungen eine Fahrlehrerin dabei, die hat erste Erfahrungen gemacht mit Abbiegen in Schrittgeschwindigkeit, hat gesagt, die Pkw-Fahrer dahinter, die verzeihen das nicht, die hupen, die bauen Druck auf. Jedes Abbiegen, was sehr langsam ist, fordert in der Tat die Radfahrer auf, noch vorbeizufahren. Wir hatten in Köln jetzt einen ganz schlimmen Unfall im letzten Monat mitten in der Innenstadt. Da standen drei Leute an der Ampel. Zwei Männer sind losgefahren und eine Frau, ist noch nicht geklärt warum, ist später losgefahren.
Der Fahrer wird wahrscheinlich die beiden Fahrer gesehen haben und die Frau dann nicht mehr. Und ich selber bin ja Lkw-Fahrer gewesen, aber ich fahre immer noch gelegentlich und fahre sehr viel mit dem Rad. Und ich sehe an den Kreuzungen, wie blind die Mitradfahrenden manchmal einfach nur auf Grün achten, nichts um sich herum, Laptop, nee, nicht Laptop an, hier, wie heißen die? Walkman hätte ich. Walkman. Smartphone mit Kopfhörern. Und die sind dann blind unterwegs und achten nicht darauf. Und tatsächlich finde ich, ganz persönlich, habe ich auch mehrfach schon gesagt, ein bisschen Eigenverantwortung der Radfahrer muss sein, denn es ist ihr Leben. Und wenn am Schluss steht auf dem Grabstein, er oder sie hatte Vorfahrt, nützt denen das nichts mehr. Aber der ADFC steht da massiv dahinter. Die setzen sich durch zusammen mit einer grün angehauchten innerstädtischen Bevölkerung. Und das wird sehr, sehr schwer sein. Also hier sehe ich eher, dass das Problem sich für die Fahrer verschärfen wird. Der Dirk hat sich gemeldet. Ja, ja. Deswegen bin ich ja auch für mehr Prävention, weil viele Radfahrer sind sich dem gar nicht bewusst, wie gefährlich das ist, was sie da gerade machen. Mhm. Ich denke, da fahre ich mal schnell vorbei, der wird mich schon sehen. Aber die Fahrzeuge sind ja auch höher geworden, sind viel größer geworden. Ich krieg gerade meinen Tisch. Alles gut. Alles gut. Heinz, fängst du mal ein, genau. Ich hab gerade noch eine rechtliche Frage. Wenn ich als Rechtsabbieger eine einzelne Ampel habe, also dann grün als Rechtsabbieger habe, darf ich dann normal abbiegen oder muss ich dann auch so langsam fahren? Weil dann dürfte ja niemand anderes kommen, weil alle anderen rot haben. Das war die Frage. Das ist eine gute Frage. Sag mal, die Situation ist wie? Also es gibt eine einzelne Ampel und die hat den, die ist grün und sie biegen rechts ab. Ja, ich habe als Rechtsabbieger eine einzelne Ampel, die mir anzeigt, ich habe jetzt grün. Dann müsste ja normalerweise der Geradeausverkehr rot haben, der Fußgängerverkehr, weil ich als Rechtsabbieger grün habe. Hm. Diese Ampelschaltung gibt es nicht so oft, aber es gibt sie. No? Okay, aber dann hätte ja auf dem Fahrstreifen, auf dem Sie sind, da hätten ja nur Rechtsabbieger zu sein, oder? Ja, ich habe einen eigenen Fahrstreifen als Rechtsabbieger. Der Geradeausverkehr wird durch andere Ampeln geregelt und ich bekomme als Rechtsabbieger eine grüne Ampel. Normalerweise, nach meinem Verständnis, dürfte ich... Na gut, aber dann hat man auch die Situation, wenn Sie rechts nebendran einen Fahrradstreifen haben, dann kann da trotzdem... Sollte der theoretisch rot haben, ja. Nee, ja, sollte. Ja, sollte dann rot haben. Das wäre zum Beispiel die Ampelschalter. Da habe ich einen kleinen Denkfehler. Meistens haben die auch grün, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Okay, verlassen wir... Das passt nicht. Verlassen wir dieses Thema und kommen wir zu dem, was ich für eines der größten Schwierigkeiten halte. Wir haben einen wahnsinnigen, boomenden Online-Markt. Es sind 4,8 Milliarden Pakete im Jahr. Es sollen, ich meine so viel, oder 5,8. Es sollen jährlich noch Tausende dazukommen. Die Steigerung ist wirklich gigantisch. Und jetzt wird das Problem verschärft für die Paketzusteller, weil sie im Prinzip so gut wie nie eine Ladezone vorfinden und letzten Endes gezwungen sind, in der zweiten Reihe zu parken oder auf einem Anwohnerparkplatz. Und Virgil, wir haben darüber gesprochen im Vorfeld. Kannst du uns einfach mal beschildern aus der Sicht eines Paketfahrers, wie das im Alltag so abläuft bei euch in Würzburg? Unser Problem liegt halt sehr, sehr, ist halt sehr großflächig. Wir haben Parkplätze, die wir zur Verfügung hatten, werden umgebaut zum Fahrradstreifen. Zweite Reihe parken kannst du nicht mehr. Auf Anwohnerparkplätze, sobald du dich hinstellst und da kommt eine Politesse, hast du ein Knöllchen dran kleben. Feuerwehrzufahrt ist klar, verstehe ich. Ne? Die Frage ist, wo willst du dich hinstellen? Wo willst du? Es gibt bei uns, es gibt hier Sandrau, Heidingsfeld, Frauenland, Krumbühl, da fährst du rein und überall hast du nur noch Anwohnerparkplätze. Wo stellst du dich dahin, ohne dass du zahlen willst?
Du musst die Kreuzungen freihalten, das heißt, es sind noch weniger Parkplätze. Das steht zur Verfügung, wie sie sowieso schon waren. Also die 8 Meter, 3 Meter vorne fehlt ja auch wieder eins. Mhm. Du kannst dich nirgendwo mehr hinstellen. Warnblinker darfst du sowieso nicht mehr anmachen, ist klar. Zweite Reihe, wenn du sagst, hey, du brauchst 3 Minuten, kommst zurück, hast ein Knöllchen dranhängen. Und manchmal, wenn du jemand gut gelaunt ist, hast du plötzlich an einem Tag 3 oder 4 Stück, weil sie dir hinterherläuft. Mhm. Das ist halt die Frage. Wie sollen wir als systemrelevanter Beruf in Anführungszeichen unserer Tätigkeit nachkommen, wenn du einfach keinen Platz mehr kriegst? Du kriegst keine Parkplätze mehr. Die Fußgängerzonen werden immer mehr ausgeweitet. Die Einfahrten von bis 11 Uhr, samstags bis 10 Uhr. Du kannst dort nicht mehr beliefern, wenn die Firmen um 10 Uhr öffnen, kommst du ja, darfst du nicht mehr drin sein. Was ist denn? Ja, immer weniger. Geht jetzt an den Anwalt und an den Virgil. Was ist denn, wenn jetzt ein Fahrer sagt, ich kann nirgendwo mehr packen? Ich habe, wie viel hat man so auf so einer Tour? Wie viele Pakete im Schnitt? 200. 200. Ich kann jetzt nur noch 2/3 ausliefern, weil ich die anderen nur zustellen kann, wenn ich damit quasi ein Knöllchen und langfristig meinen Job riskiere. Wie gehen die Unternehmen damit um und wie kann ein Paketfahrer mit dieser Situation umgehen? Herr Pfitzenmeier. Gute Frage, ja. Das haben Sie Herrn Pinnermann schon gefragt, oder? Aber ich habe seine Antwort nicht gelesen. aber es ist ein, ich weiß es nicht. Also ich sehe das Problem, wie es besteht im Augenblick. Rein faktisch heißt es dann, dass wenn der Fahrer sich normgerecht verhält, dass wir 2/3 der Pakete nicht zugestellt bekommen. Aber das kann es nicht sein. Also das ist eine Lösung da oder eine Änderung im Bußgeldkatalog, die nicht tauglich ist für die Praxis. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Also die Leute werden sich dann beschweren, dass keine Pakete mehr geliefert werden. Die Fahrer können sie nicht ausliefern. Und wenn die Politessen, so wie der Virgil das berichtet hat, da dem Paketzusteller hinterherlaufen, um die Knöllchen zu verteilen, dann ist das ein Teufelskreis. Und also mir fällt keine Lösung ein, also außer beide Augen zudrücken und die Leute ihre Arbeit machen lassen. Oder der Politesse keine Pakete mehr zustellen. Es gibt keine oder so. Es gibt Ordnungskräfte. Virgil, wie löst ihr das denn? Oder wie versucht ihr das zu lösen? Wie versucht man das zu lösen? Du kannst natürlich schauen, ob du auf vermietete Parkplätze von Anwohnern parken kannst. Also insofern du jetzt halt wie im Frauenland, wenn es ein bisschen großflächiger ist, wenn die Straßen etwas breiter sind, dass du da etwas rumkommst. Vorher schon gucken, ist ein Ordnungsamt in der Nähe, ja oder nein. Im schlimmsten Fall kannst du halt in der Straße nicht parken. Da musst du dir erstmal irgendwo einen Parkplatz suchen oder eine Ladezone. Und von da aus heißt das Sackkarre und einen schönen Park. Okay. Was du schaffst, schaffst du. Was nicht, geht halt zurück. Also in die Filiale. Uns tut es auch für unsere Kunden, tut es leid, nur auch die unsere Vorgesetzten können uns nicht anweisen, da musst du parken, da musst du stehen bleiben, weil ist rechts und links auf der Seite ein Fahrradstreifen, wo willst du dich hinstellen? Hm? Genau, das du nicht. Aber das wird, glaube ich, nicht über die Straßenverkehrsordnung gelöst werden. Auch hier haben wir einfach meiner Meinung nach ein Problem, dass die Leute zwar kaufen wollen, die bestellen halt im Internet, machen sich aber keine Gedanken, wie die Ware zu ihnen kommt. Und ich persönlich sehe das so, dass wir in ein paar Jahren keine Geschäfte mehr haben, aber in den Geschäften dann Paketsammelstationen sind. Und dann werden die Pakete grundsätzlich nur im Einzelhandel, den ehemaligen Einzelhandelgeschäften abgegeben, was die Situation dann ad absurdum führen würde. Heinz, du wolltest gerade noch was sagen? Ja, ich habe ja schon auf Facebook ein bisschen drüber gelästert. Vorhin wurde gesagt, wie viel Zeit man in den 30er-Zonen verliert, wenn man da so durchfahren muss, überzeugt. Wenn ich mich so erinnere, einmal durch Hamburg durch, selbst auf einer dreispurigen Straße sind 2 Spuren von Pakettransportern blockiert und man braucht deutlich länger. Ich finde den Ansatz, habe ich ja auch schon mitgeteilt, vollkommen falsch, was da gemacht wird. Wenn ich nicht anliefern kann, weil keine Parkplätze zur Verfügung sind, dann liefere ich nicht an. Dann nehme ich das Zeug wieder mit. Irgendwann werden nämlich die Leute, die das bekommen, denen kann man die Situation erklären, warum man nicht anliefern kann. Und dann müssen die eben an ihre politischen Vertreter herantreten und andere Strukturen fordern, nämlich nicht alles zumachen, alle Parkplätze
zumachen, wegmachen, Radfahrstreifen machen und so weiter, sondern wie es hier auch in der Schweiz teilweise zu finden ist, an langen Straßen, gibt es dann irgendwo zwischen den Parkreihen plötzlich eine 10 Meter Anlieferzone, extra gesperrt für Lkw. Und da stellt sich bei den hiesigen Preisen kein Pkw unberechtigt hin, weil das viel zu teuer wird. Der wird nämlich gleich an Haken genommen und weggesagt. Ich finde es falsch, jetzt die StVO zu verteufeln. Da müssten die Spediteure, die Paketdienste und so weiter politisch aktiv werden. Die Baustruktur muss, ähnlich wie bei den Radfahrern, angepasst werden. Wenn die Leute bestellen wollen, dann müssen sie auch dafür sorgen, dass sie angeliefert werden können. Ich habe das Problem öfters, Basel, Zürich und so weiter. Wir haben Straßen mit Straßenbahnen, wir haben Oberleitungsbusse. Kann ich nicht anhalten. Dann wird telefoniert, Bescheid gesagt und dann muss der Kunde sagen, wo er das Material hinhaben will und wo er es abholen möchte. Wir können nicht alles über StVO leisten, wir müssen auch mal schauen. Im anderen finde ich es persönlich richtig, dass sich mehr in zweite Reihe gepackt wird. Okay, der Holger winkt schon länger, bitte. Ja, wir haben ja dieselben Probleme. Unsere Kunden, wo wir Autos abholen bzw. anliefern, liegen ja häufig auch in Innenstädten oder in Industriegebieten und da sind ja häufig Park- und Halteverbote eingerichtet. Wir sind aber dann gezwungen, dort zu halten, weil das teilweise nicht fahrbereite Fahrzeuge sind. Wir sind aber auch kein ausdrücklicher Pannenhilfsdienst, sondern eben nur der Sammeltransport, der die dann dort lädt und nach Hause bringt. Und da kommt schon öfters vor, dass wir in Städten, wenn man drin im Autohaus ist, das Auto abholen will, dann man kommt raus und auf einmal hängt das Knöllchen dran. Ne? Klar könnte man jetzt den Kunden versuchen zu erklären, dass sie mal eine B- oder Entladezone schaffen sollen. Aber das sind ja auch immer Kosten und die Frage ist auch, ob die Gemeinde oder Stadt das überhaupt genehmigt, da extra solche Streifen freizuhalten. Aber häufig wird darauf gar nicht geachtet, wie soll eigentlich die Ware zum Kunden oder vom Kunden abgeholt werden. Und die Fahrer sind dann in der Zwangslage, dass sie dort halten müssen, weil ich kann das Auto nicht noch 3 Kilometer irgendwo hinschleppen lassen, um das dann zu laden. Ja. Da muss wirklich mal was gemacht werden, also wenn es einen Zweck dient, also wenn dort sichtbar ist, ich habe ja noch eine Rundumleuchte drauf, Warnblinker an, was man theoretisch auch gar nicht anschalten darf, das Warnblinklicht. Ne? Aber wenn es dem Zweck dient, dann muss doch da wenigstens so eine Kulanz da sein, dass diese Tätigkeit dann wenigstens akzeptiert wird und nicht generell, dass ich dann eine Parksünder bin. Ja. Das ist doch jetzt ein Ansatz, da müsste doch die Gewerkschaft Verdi sofort rumkriegen. Ja. Ein bisschen wie das Thema mit Abladen an der Rampe. Wenn jeder Einzelne immer meint, ich mache das, weil mein Chef sich freut und ich stelle auf Pause, wird sich im Großen und Ganzen nichts ändern. Und wenn alle Fahrer, und ich spreche jetzt von allen oder einer großen Mehrheit, sagen, so, wir machen jetzt Dienst nach Vorschrift, wenn wir nicht parken dürfen, dann parken wir da nicht und dann bringen wir das halt wieder zurück. Das bedeutet natürlich eine wahnsinnige, im Hintergrund irgendeine Organisation, die sagt, wir stehen dahinter. Es könnte ein Paketdienstler sein, die müssten sich mal zusammentun und sagen, wir machen jetzt mal tatsächlich, die Flut kriegen wir nicht mal, die kriegen wir nicht mehr legal bewältigt oder nicht mehr unter den Bedingungen. Also fahren wir jetzt nur so, wie es erlaubt ist. Was würde dann passieren, Virgil? Würde passieren. Die Frage ist, wer beliefert die Krankenhäuser? Wer bestellt denn viel? Du bist als systemrelevanter Beruf eingestuft worden. Du kannst keine Elternzeit. Die Kinder müssten halt auch in dieser Zeit in die Krippe, in die Schule rein, damit wir unserer Tätigkeit nachkommen. Vielleicht kannst du dort nicht parken, wer beliefert ihn? Wenn wir mit den kleinen Autos nicht reinkommen, bin ich gespannt, wie ein 40-Tonner sich in der zweiten Reihe hinstellt, um ein Krankenhaus zu beliefern. Oder die Ärzte, die Proben hin und her fährt. Die bei den Lkw-Fahrern, die Rewe, den Kupsch. Ich meine, was wollen die Leute essen? Das berühmte Klopapier, wer bringt das? Das macht die Zauberfee, das geht auf und dann ist Klopapier plötzlich da. Ja, aber früher war es ja so, da wurden halt bis 10 Uhr die Geschäfte in den Innenstädten beliefert und dann konnten die Leute dort in die Innenstadt gehen und parken. Und jetzt wollen sie das Zeug halt nach Hause haben und das wird meiner Meinung nach, da verdienen zwar die Paketdienstleister sehr viel Geld mit, das ist deren Job, aber der Kunde zahlt in der Regel nichts dafür und macht sich auch gar keine Gedanken. Also das ist ein gesellschaftliches Problem, was nicht über die
Bestrafung der einzelnen Fahrer gelöst werden kann. Ich weiß auch gar nicht, ob das politisch so lösbar ist. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich, ich war im Sommer vor 2 Jahren oder so, waren wir bei Krone und die haben schon darauf reagiert, wo die gesagt haben, ja, in die Städte, da darf man dann nicht mehr reinfahren und haben kleinere Lieferfahrzeuge, wo gesagt haben, okay, der Trailer steht vor der Stadt oder in der Vorstadt und dann wird eben umgeladen auf die kleineren Fahrzeuge und so. Da waren extra so kleine Lieferfahrzeuge. Ich glaube, die haben sich aber mehr auf die Abgase konzentriert, weil das war das Thema. Vor 2 Jahren war Abgase sehr groß. Das ist im Moment jetzt gar nicht so. Also hier in Köln interessiert man sich für Abgase nicht so sehr. Das ist im Moment eher die Fahrradfahrer oder dass Parkplätze weg sind aus unterschiedlichen Gründen. Aber die müssen auch in der zweiten Reihe parken, weil die politische Umsetzung eine andere ist, als die angenommen haben. Also sie sollen ja eigentlich das alles vertreten, aber so ganz funktioniert die Kommunikation nicht. Es gibt aber in der Tat Konzepte, ich weiß nicht, ob dein Arbeitgeber das auch macht, mit speziellen Fahrrad-Kurierdiensten, die haben dann so genormte Boxen. Das ist eben eine Firma, an der Krone beteiligt ist, die heißt Rital. Die bringen diese genormten Boxen dann von einem Sammelpunkt mit dem Fahrrad in die Stadt. Das ist sicherlich eine Zukunftsvision. Ich weiß zwar nicht, ob man da eine Waschmaschine mitfahren kann. Daran wird gearbeitet. Aber mein Anliegen und das Anliegen auch der Fahrer ist, warum sollen wir jetzt in dieser Phase mit unserem Knöllchen, mit unserem drohenden Führerscheinentzug für einen gesellschaftlichen Wandel bezahlen? Das ist meine Meinung. Vielleicht kann man betreffenden Stellen rum auch mehr Packstationen schaffen. Oder eben Shops, Paketshops, dass die dann die Ware oder die Pakete rausgeben, dass eben dort, wo es absolut nicht mehr möglich ist, reinzufahren, ohne sich selbst zu gefährden, was Strafzettel betrifft, eben dann über auf solche Möglichkeiten. Denn dann sind eben zwar die Bewohner benachteiligt oder die Geschäfte, aber letztendlich muss ja der Unternehmer auch nicht ins Verderben rennen oder seine Fahrer ins Verderben schicken. Da muss eben da in der Richtung vielleicht mehr agiert werden. Ja. Wir haben einen Vorschlag von Benny. Er sagt, auf Anwohnerparkplätzen könnte man innerhalb der Städte oder Landkreise, die mehrere Städte oder Dörfer umfassen, einen Kurzparkausweis für einen Zehner pro Jahr pro Fahrzeug für Lieferant einführen. Wäre so eine Idee. Ist sowas schon in Umsetzung bei euch, Leute? Es gab Gespräche mit der Stadt, wir haben uns auch mit denen getroffen, haben auch drüber gesprochen, ob es Sondergenehmigungen gibt, selbst wenn sie Geld kosten. Die Antwort war klar, nein. Okay. Das Problem ist, es kommt der Lieferant der DPD, Hermes, GLS, wie die auch immer heißen. Als nächstes kommt der Handwerker, der sowieso einen Handwerkerausweis hat, aber der hat plötzlich noch jemanden, der Material liefert. Da kommt plötzlich Hornbach, die sagen, wir liefern aber auch irgendwo in die Nähe. Da kommt Obi und es ist dann einfach ein Teufelskreis und deswegen war die Antwort von der Stadt, es gibt für die reine Paketzustellung an sich oder Briefzustellung, was auch immer, kriegen wir keine Sondergenehmigung auf Anwohnerparkplätze. Ja, das ist eine, das ist eine ziemlich unlösbare Situation, Meier, oder? Weil wenn das jetzt mit der Verschärfung der Novelle so weitergeht, werden über kurz oder lang Paketfahrer keine Paketfahrer mehr sein wollen, oder? Ja, wir haben es ja jetzt gehört, wenn es so bleibt, wie es ist, und da auch von Seiten der Politik, von den Seiten der Städten keine Ausnahmen gemacht werden, dann wird es dazu führen, so wie Sie das auch gesagt haben, Herr Bergrath, dass die Zustellung halt nicht mehr nach Hause erfolgt in aller Regel, sondern in der Stadt halt dann an Parkstationen oder dass die Leute also an sich dann umdenken müssen, dann heißt halt bestellen, ich hole mein Paket im Postamt ab. Ich meine, das wäre auch eine Möglichkeit, wie es funktioniert. Dann müssen die Leute ihr Paket eben an der nächsten Stelle, die möglich ist, abholen. Aber wie soll es sonst gehen? Also mir fällt keine wirkliche Lösung ein. Also wir haben jetzt das Verlangen der Gesellschaft, die sagt, ich will heute bestellen, morgen soll es am besten da sein und dann liegt es bei mir im Briefkasten oder vor der Haustür. Das ist aber zumindest im großstädtischen Bereich mit diesen Parkplatzsituationen, die wir haben, nicht umsetzbar. Und dann bedarf es halt eines Umdenkens der Gesellschaft. Dann müssen die halt ein paar Meter laufen oder fahren zur Not, um sich das Paket abzuholen.
Also wir stellen auch so Luft zu, vielleicht kommen auch irgendwann die Drohnen, dann haben wir das Problem vielleicht nicht mehr, aber in der Situation sind wir augenblicklich nicht. Und wie gesagt, das ist aus meiner Sicht schon misslich, wenn man da innerstädtisch dann auch kein Auge zudrückt, sondern die Politessen da oder die auch Ordnungsbeamten dann meinen, sie müssten da ganz besonders scharf hinterher sein, finde ich. Sprich vielleicht der Rechtslage, ich kann es nicht nachvollziehen. Also da ist Anspruch und Sein zwei Paar Stiefel. Ja, aber es führt, wie in vielen Fällen, wenn sich nur der Einzelne wehrt und sei es vor Gericht und nach ausscheidet, dann passiert gar nichts. Und deswegen meine. Nein, aber man hätte doch die Möglichkeit, dann das konsequent dadurch umzusetzen, dass man sagt, man stellt da nicht mehr zu, wo es nicht geht. Und dann wären halt, was weiß ich, von 500.000 Stuttgartern 20.000 unzufrieden, wenn sie sagen, so geht's nicht, ich will mein Paket wieder vor die Haustür gestellt bekommen können. Und dann entsteht ja vielleicht dieses Potenzial, so wie als jetzt auch offensichtlich mit dieser Höchstgeschwindigkeit, mit Fahrverbot, da waren ja auch 130.000 oder 140.000 Unterschriften offensichtlich ausreichend. Also dann muss es halt auf die Art und Weise gehen. Muss man den Leuten halt ihre Bequemlichkeit ein Stück weit nehmen und wenn sie sie wieder haben wollen, muss man eine Lösung finden für die Paketfahrer und für die Zusteller. Nee, dann gibt es demnächst Paketdemos in Stuttgart. ja. Auf dem Fahrradstreifen zur Paketstation. Ja. So von euch noch irgendeine Frage, weil dann kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Okay. Eine Frage hätte ich. Geht das gerade noch? Ja. Es wird immer so, vorhin ist mir das aufgefallen, die Politessen laufen hinterher und so. Etwas, was ich hier aus der Schweiz auch sagen kann. Es gibt Dinge, die sind ein No-Go. Also ich darf nichts sortieren oder so, aber selbst wenn ich mit meinem Großen irgendwo in der Siedlung bin und muss ein paar Paletten abladen, die bestellt worden sind, habe ich doch immer wieder Leute, die sehen, dass ich da arbeite und die dann einen Moment Geduld haben. Also es ist wirklich auch ein gesellschaftliches Problem, ne? Und das ist in Deutschland leider wesentlich schlimmer als hier. Hier finde ich immer wieder Leute, die Rücksicht nehmen und ich kann eben meine Arbeit erledigen. Das scheint in Deutschland immer schlimmer zu werden. Ja, Das ist richtig. Gut, ja, dafür wird dann geklatscht. Okay, ja. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich habe mitgeschrieben, schauen wir mal. Zuerst ging es um die Novellierung, also mit der Geschwindigkeitsüberschreitung ab 21 km/h über innerorts oder 26 km/h außerorts drüber, heißt sofortiges Fahrverbot. Wir haben da Pro und Contra, da kommen wir gleich dazu. In der Schweiz kosten 6 km drüber in der 30er-Zone gleich mal 130 Franken. Da wird also, dann wird entschieden mit dem späteren Strafmandat, ob da der Führerschein entzogen wird. Da kommt dann darauf an. Und da ist eine Abschwächung, gab es einen Antrag, ist aber abgelehnt worden. Also die sind da sehr hart drauf und der Lerneffekt, der ist da, wenn der Führerschein eingezogen wird. Das ist also, kann man sagen, ja, geringere Tote, weniger Verletzte, das ist natürlich schon gut. Fahrverbot tut weh. Und das ist dann der Grund, dass man sich vielleicht an die Regeln auch besser hält und mehr dran erinnert. Es gab, der Vorschlag war aber, es ist zwar effektiv, aber es ist dann doch existenzgefährdend unter Umständen und es ist wirtschaftlich einfach schädigend, wenn einer einen Monat lang nicht fahren kann. Ob es nicht so Sinn macht, das auf eine höhere Geldbuße umzulegen und eventuell Punkte und nicht gleich beim ersten Mal sofort den Lappen weg. Genau, jetzt habe ich hier Wirt. Genau, das haben wir auch schon. Dann war dieses Thema Konflikt Fahrradfahren mit dem Abbiegen. Es ist Schrittgeschwindigkeit angesagt. 4 bis 7, maximal 11 km/h. Dann sagt man, na okay, ich fahre langsamer mit dem LKW und dann scheint sich der eine oder andere Fahrradfahrer und Fahrradfahrerin dazu eingeladen, doch noch rechts an dem LKW vorher vorzufahren, dran vorbeizufahren und dann passieren einfach Unfälle. Und das Schlimme ist, dass das auch ein gutes Recht ist.
Wenn das noch E-Bikes sind, dann wird es also ganz schwierig. Die wollen natürlich auch nicht abbremsen, aber einen 40-Tonner abzubremsen und den dann wieder hochzufahren, das kostet auch, es kostet Zeit, es kostet Sprit, es bläst jede Menge Dreck auch in die Luft. Muss man überlegen. Man kann nicht in alle Spiegel gleichzeitig gucken. Wir haben zwei Augen und wir sehen einen Punkt. Und da sind einfach auch die toten Winkel. Das ist ein echtes Problem. Also es ist wichtig, dass einfach doch die Bewusstwerdung der Fahrradfahrer, dass sie da mit einem LKW konkurrieren wollen. Und da sitzt ein Mensch drin. Das ist kein Computerprogramm, das einen totalen Overview hat. Und die Berufskraftfahrer, die machen doch schon, was geht. Wenn man ein bisschen drüber ist, ist natürlich extrem schlecht. Aber sie müssen sich an die Regeln halten. Es hat überhaupt keinen Zweck. Es ist wichtig und wäre wichtig, die Prävention für Fahrradfahrer zu stärken, damit sie informiert sind, damit sie vielleicht auch mal drin sitzen in so einem LKW und das mal einfach sehen, wie viel kann man überhaupt erkennen in so einem Ding. Wie sieht denn das aus von da oben? Ja. Und vielleicht auch einfach mal merken, was ist das für eine Power in so einem Gerät? Und die sehen nur irgendwie eine Wand und schwuppen da vorbei. Und das ist richtig gefährlich. Das nützt einem nichts, wenn man sagt, er hat die Vorfahrt mit Recht bekommen und genommen und ist aber im Krankenhaus. Das bringt ja gar nichts. In Schrittgeschwindigkeit abbiegen, wenn das drüber ist, kostet 70 Euro. Ist eine Ordnungswidrigkeit. Aber wenn was passiert, sind wir im Strafrecht. Und das macht ja keinen glücklich, wenn er irgendjemand über den Haufen fährt. Das ist ja schlimm für alle Beteiligten. Da gibt's ja gar nichts. Auch der grüne Pfeil, der Ampelpfeil hin oder her, gilt nicht. Schrittgeschwindigkeit beim Abbiegen. Dann haben wir das Thema Paketdienst. Hier gibt es das Riesenproblem, dass die zweite Reihe geht nicht mehr, Anwohnerparkplatz geht nicht mehr, der Parkplatz ist entweder ein Fahrradstreifen, ist auch weggefallen. Es gibt Tickets, dann gibt es auch sehr fleißige Ordnungskräfte, die laufen hinter einem und verteilen dann noch mehr Tickets, anders als in der Schweiz, wo man vielleicht sagt, ah, der Mensch muss arbeiten und lässt ihn vielleicht. Also da ist es zweite Reihe, es ist ein echtes Problem. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, wenn ich nirgendwo parken kann, damit ich mein Ding ausliefern kann? Das heißt, ich fahre erstmal vorher, ich suche einen Parkplatz und dann mit der Sackkarre. Das kostet alles sehr viel mehr Zeit und ein Drittel der Pakete könnte eigentlich gar nicht zugestellt werden. Es gibt die Fragen, warum, also es gibt mehr Online-Bestellungen, Paketdienste brauchen die 2 von 3 Spuren, weil einfach der Online-Handel total zugenommen hat. Warum kann man nicht Anlieferzonen direkt mehr einrichten? Kurzparkausweise müssten mehr rein. Im Endeffekt wird es so sein, dass immer mehr Pakete in irgendwelchen Paketstationen landen, bei irgendwelchen Leuten, wo die Leute dann auf dem Fahrradstreifen hinfahren und sich dann das Paket abholen. Fragen, ob man eine Sondergenehmigung bekommen hat, sind abgelehnt, aber da muss man einfach im Gespräch weiterbleiben. So, vielen Dank. Ich bitte euch noch der Reihe nach, was nehmt ihr mit, was wollt ihr da lassen? Und ich fange ganz gerne mal beim Heinz an. Ja, Thema Geschwindigkeit stehe ich hinter dem Führerentscheidungsflug tatsächlich dahinter, weil ich kenne es ja auch von hier nicht anders. Hohe Geschwindigkeit ist gefährlich, muss man halt ein bisschen genauer hinschauen. Bei dem Schrittgeschwindigkeit abbiegen bin ich total dagegen. Ich sehe das irgendwie gar nicht, das ist nicht praxisgerecht, das haut nicht hin. Ja, und halten und parken, ich denke, wir müssen unseren Bürgern einfach mal erzählen, dass sie nicht bequem sein können und alles in die Haustür geliefert werden können, wenn das Umfeld dafür nicht stimmt. Nur dafür müssen sich die Paketdienstleister einfach auch mal zusammensetzen und das unserer Regierung klar machen. Okay. Das war's. Dankeschön. Der Dirk. Ja. Hört ihr mich? Ja, ja, sehr gerne. Ihr hört mich, ja? Ja. Alles gut. Gut. Weil vorhin hat er sich stumm geschalten. Ich hatte eigentlich noch eine Frage. Ja, was lasse ich da? Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Frag doch einfach kurz. Und zwar geht es mir um die Geschwindigkeit bei LKW. Wir hatten ja 2 tödliche Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Wo entgegenkommende Fahrzeuge in LKWs, also beim Überholvorgang,
Und ich fahre ja nun 9 km/h schneller als erlaubt. Mhm. Wenn das jetzt zu so einem Unfall kommt, wo jemand ums Leben kommt, ich habe ja keine Schuld, weil der mir entgegenkommt, aber die lesen mein Gerät aus, ich bin 9 km/h zu schnell. Was passiert? Das ist mal meine Frage. Sehr interessanter Fall. Interessant. Herr Pfützenmeier. Also der Fall ist der Kollision zwischen LKW und PKW. PKW überholt an der Stelle, wo er nicht überholen darf, weil er den Verkehr nicht einsieht. Ist das richtig soweit? Genau. Ja, genau. In der Konstellation spielen die 9 Kilometer meines Erachtens erstmal keine Rolle, außer diese 9 Kilometer, also konstruieren wir mal den Fall, der LKW-Fahrer bremst, der PKW-Fahrer bremst und aufgrund dieses Geschwindigkeitsüberschusses von diesen 9 Kilometer kommt es trotzdem zur Kollision. In dieser Fallgestaltung wäre die Geschwindigkeitsüberschreitung mitursächlich und da würde sich dann die Frage stellen, fahrlässige Körperverletzung, fahrlässige Tötung, je nachdem. Wenn man jetzt die Konstellation hat, dass das Ganze, also der LKW fährt und hinter dem entgegenkommenden Verkehr schert plötzlich der PKW aus und es kann keiner mehr bremsen, weil es alles zu schnell geht, da spielt die höhere Geschwindigkeit strafrechtlich oder zulasten des LKW-Fahrers keine Rolle in aller Regel. Weil ich hier als Moderator eingreife. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und das kann mit 80 auf der Landstraße gar nicht passieren, weil das ist dann 20 km/h drüber. Ja. Aber es ist, Sie wissen, wie es gemacht wird. Weil wir rennen sonst aus der Zeit. Deine kurze letzte. Dein Statement. Mein Statement. Ich bin für mehr Prävention bei den Radfahrern, damit die auch wissen, wie gefährlich das ist, was sie da gerade machen. Jeder Radfahrer, der zuschaut, kann sich auch bei mir mal sich im LKW mal setzen. Ich fahre mit denen eine Runde, kein Problem. Mhm. Weil viele wissen es nicht. Das ist einfach so. Ich will denen nichts Böses unterstellen, aber viele wissen nicht, wie gefährlich das ist und wie wenig wir hier sehen. Mhm. Und ja, dieses Abbiegen 11 km/h, ich versuche es einzuhalten. Es klappt eigentlich auch, aber ich erwische mich auch bei 15 km/h. Und ja. Ja, das wäre dann aber in so einem Fall dann jetzt richtig, richtig böse, ne? Also wenn der Dirk jetzt dann hätte und man findet raus, dass er 15 km/h ist, dann wird es eng, oder? Herr Pfützenmeier? Aber ich bin auch sehr umsichtig, sag ich mal, ne? Also, aber dann, manchmal sieht man ihn nicht, ne? Ja, ist klar. Ich hab das früher mal gemacht, wenn ich in Großstädten gefahren bin, habe ich beide Fenster so einen Spalt aufgemacht, dass man auch noch ein bisschen so die Umgebung wahrnimmt, ne, und hat das Radio leise gemacht. Also wo ich noch im Fernverkehr war und in Köln oder Berlin, da waren die Fenster immer auf. Ja. Ja, wobei, also den Geschwindigkeiten, wie gesagt, die Strafen finde ich, ja, also Fahrverbot nicht, aber wir müssten mehr Geld bezahlen, das ist so, damit die Leute das lernen, das muss wehtun. Okay, Herr Pfützenmeier wollte gerne noch was dazu sagen. Ja, dieses Abbiegen mit 15 km/h mit Personenschaden bei der Strafzumessung, ich hatte gesagt, das ist ein Punkt, der eine Rolle spielt. Ich würde mutmaßen, das ist einer von vielen Umständen, der dann mit reinspielt. Wir haben eine fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung. Das wird jetzt nicht zu einer Verdoppelung der Strafe führen, wenn da 3-4 Kilometer die Abbiegegeschwindigkeit überschritten ist. Ist ja auch gar nicht gesagt, dass die höhere Geschwindigkeit ursächlich war für den Tod oder für die Verletzung, sondern die Unaufmerksamkeit, die letztendlich dahinter war. Also so wahnsinnig auswirken wird sich's nicht, aber es kann im Rahmen der Strafzumessung eben berücksichtigt werden. Okay. Dankeschön. Holger. Ja, erstmal vielen Dank an euch zwei für die Plattform, die ihr uns gebt und auch den Experten. War wieder sehr interessant. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, gerade in der Politik nicht mehr so bürokratisch irgendwelche Sachen zu beschließen, vielleicht mehr praxisbezogen, dass man sich eben da auch vorher mal Rat holt bei entsprechenden Gewerkschaften oder Interessenverbänden. Und noch eine Idee mit dem Fahrradfahren wäre ja gewesen, dass eben Radfahrer an solchen Schwerpunkten vom Rad absteigen müssen und über die Straße laufen müssen, wie der Fußgänger auch. Dann wäre vielem geholfen. Ja, das geht. Ich sehe so oft, dass über Fußgängerschutzwege Fahrradfahrer drüber fahren, auf ihr Recht bestehen, obwohl sie dort gar keins haben.
Die müssten ja genauso absteigen und als Fußgänger über den Schutzweg drüber. Die setzen sich eigentlich über viele Sachen hinweg. Und warum, was ist da das Problem, abzusteigen an der Ampel, damit man eben diese Unfallgefahr dort minimieren kann? Ja. Das ist aber in dem politischen Klima im Moment nicht durchzubekommen. Man hat ja vielleicht mitbekommen, während der Corona-Krise hat man in Berlin und in Brüssel sogenannte Pop-up-Radwege geschaffen. Man hat also die Chance genutzt, als weniger Autos unterwegs waren, hat einfach mal Radwege hingestellt. Die werden möglicherweise bleiben. Also ist, wir steuern auf eine Verkehrswende zu, die geht mehr in Richtung Fahrrad. Ob der Roller da noch eine Rolle spielt, werden wir sehen. Und die Lkw-Fahrer kommen meiner Meinung nach zu kurz. Eindeutig. Ja. Vorletzte. Virgil, bitte. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wie viele Berufskraftfahrer auch, dass wir uns von der Politik bei diesem Thema irgendwie im Stich gelassen fühlen, uns immer mehr ausgebremst fühlen, unsere Tätigkeiten. Wir sind irgendwie jetzt mal die Melkkuh der Nation. Ne? Wir brauchen Geld, also erhöhen wir mal schön die Geldstrafen. Und wo kann man es am einfachsten holen, außer bei denen, die damit ihr Geld verdienen? Weil die parken dort nicht auf Spaß, sondern die müssen dort parken. Die haben keine andere Wahl. Mhm. Deshalb schade. Ja. Okay. Danke. Herr Pfitzenmeier, Schlusswort. Heute schwierig. Wir haben diese Novellierung heute durchgesprochen, da StVO mit dem Ziel, dass die Verkehrssicherheit erhöht wird, zum einen, zum anderen der Kraftfahrzeugverkehr raus aus der Innenstadt und Stärkung der Rechte der Radfahrer. Das steht ja letztendlich dahinter bei diesen Tatbeständen, die wir da heute erörtert haben. Ich würde mir wünschen, als Jurist, weil letztendlich baden wir es dann auch vor Gericht aus. Gut, das ist unser Job, klar, aber letztendlich müssen wir dann mit den Gerichten die Sachen verhandeln. Und wenn da vom Verordnungsgeber teilweise im Vorfeld ein Stück weit mehr nachgedacht würde, vielleicht nicht ganz so einseitig die Rechte durchgesetzt würden, wie man das jetzt versucht hat, mit dem Erfolg, dass ein Teil wieder zurückgenommen wird, wäre das sicherlich sinnvoller, also insbesondere auch auf die Rechte der Paketzusteller und die Situation, die wie sie tatsächlich nun mal noch herrscht, wenn da ein Stück weit mehr Rücksicht genommen würde, das wäre sicherlich sinnvoll. Dankeschön. Ja, genau. Fernfahrer hilft tut dem Fernfahrer. Es ist ein Magazin, das könnt ihr auch online ansehen mit vielen schönen Bildern, tollen Berichten. Wir sprechen über eure Themen, die sind da dran und schließt ein Abo ab. Das kleinste Abo gibt es digital schon für 6 Euro und wo man das einfach mal probieren kann. Aber man kann sich daran gewöhnen, das habe ich auch gemerkt, wenn ich ein Abo auf dem Handy habe, aber auch so aus Papier. Es ist recht schön. Macht Freude auch in der Freizeit. Ich habe ein Bild gebastelt bekommen von der Redaktion. Ich gucke mal, ob ich das jetzt eben zeigen kann. Bildschirm freigeben. Muss ich mal schauen. Ja. Denn morgen bekommen die Abonnenten, und das ist der große Vorteil, den neuen Fernfahrer. Da sind sehr, sehr viele spannende Themen drin. Auch unser Verlag ist im Moment in Kurzarbeit und wir brauchen tatsächlich eure Unterstützung. Damit wird auch mein Job ein bisschen sagen. Das gebe ich an euch wieder zurück. Also, wir können nur appellieren, kauft ein Abo, schließt eins ab und unterstützt uns. Wir unterstützen euch. Genau. So, was kann ich jetzt wieder stoppen? Das war unser kleiner Werbeblock. Das war der Werbeblock. Kauft ein Abo, kauft ein Abo. Und damit ist unsere wunderbare Sendung heute zu Ende. Ich bedanke mich, wir bedanken uns. Ihr wart tolle Gäste, vielen Dank. Das ist immer super. Ja. Schönen Abend noch an alle. Tschüss. 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 Schönen Abend. Ja, bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Ciao. Machen wir alle aus hier. Hallo.